Bonjour, bienvenue, herzlich willkommen zum Arte-Journal. Heute ganz im Zeichen von Wahlen rund um den Globus. Erstes TV-Duell im US-Wahlkampf. Trump jubiliert, die Demokraten verzweifeln. Labour auf dem Durchmarsch. In Großbritannien stehen die Zeichen auf Regierungswechsel. Wir hören uns in Liverpool um. Und Urnengang im Iran. Ein Reformer gegen drei Hardliner. TV-Duelle sind in Wahlkämpfen noch immer wichtige Etappen. Hier zählen Schlagfertigkeit, Präsenz, rhetorisches Talent. Kleine Momente können wichtige Stimmen kosten, womöglich das Blatt wenden. Der Zweikampf zwischen Joe Biden und Donald Trump gestern Abend war vor allem dies ein Desaster für den amtierenden Präsidenten. Und die Demokraten fragen sich, was jetzt? Anneliese Thomin. Und aus New York ist uns nun unsere Korrespondentin Fanny Chauvin zugeschaltet. Guten Abend, Fanny. Sie haben das TV-Duell und natürlich die Reaktionen darauf verfolgt. Stehen die Demokraten noch hinter Joe Biden? Zweifeln bereits. Gibt es denn irgendwelche Alternativen, andere Namen, die kursieren? Es bleibt also spannend. Vielen Dank nach New York, Fanny Chauvin. Auch die Staats- und Regierungschefs in Brüssel haben gestern gewählt oder vielmehr abgestimmt über drei europäische Topjobs. Die Chefposten von EU-Kommission und Rat sowie dem Außenbeauftragten. Ein echter Balanceakt in der europäischen Personalakrobatik. Denn alle großen Parteienfamilien wollen etwas abbekommen von diesem Kuchen. So viel schon mal vorneweg. Ursula von der Leyen freut sich. Giorgia Meloni weniger. Lionel Julien. Am 4. Juli wählt Großbritannien. Wer in den Wettbüros dort derzeit auf die Labour-Partei setzt, wird damit nicht viel Geld machen. Denn dass sie die Wahlen gewinnt, gilt als praktisch sicher. Zu stark ist das Fed-up, die Schnauze voll vieler Briten mit den Konservativen unter Premierminister Rishi Sunak. Die wirtschaftliche Lage hat sich zuletzt etwas entspannt, doch die Armutsraten bleiben sehr hoch. Beispiel die Arbeiterstadt Liverpool. Adèle Prugnot hat sich dort umgehört. Die ganze Welt verfolgt die Wahlen im Iran. Nicht zuletzt, weil Teheran als Regionalmacht den gesamten Nahen Osten beeinflusst. Ein Beispiel, die Hisbollah im Libanon. Die schiitische Partei mit ihren Milizen ist ein enger Alliierter des Iran und im Dauerkonflikt mit Israel. An der israelisch-palästinensisch-libanesischen Grenze nehmen die Auseinandersetzungen in den letzten Tagen an Schärfe zu. Die UN-Schutztruppen, die sogenannte Blaue Linie seit Jahren bewachen, sind in höchster Alarmbereitschaft. Unsere Reporter Sophie Guignon, Chloé Dumas und Wissam Sharaf haben das spanische Kontingent vor Ort begleitet. Was Sie vielleicht noch nicht wussten, am Sonntag ist World Social Media Day, der internationale Tag der sozialen Netzwerke. Für Millionen von Menschen sind die längst Alltag. Selfies und Kommentare gegen Klicks und Likes. Anlass für uns zu fragen, was macht eigentlich diese ständige Jagd auf Selbstoptimierung mit uns? Der französische Sänger Orus ist auf der Suche nach Antworten. Filter Freak heißt sein neuester Song. Annalena Ebert und Sebastian Scheffel haben ihn auf dem Pelpas Festival in Straßburg getroffen. Das war's von uns für heute. Hier folgt jetzt gleich das Reportagemagazin Re, Georgien zwischen Putin und Europa. Einen schönen Sommerabend wünsche ich Ihnen. Trebonsvorre.